mit Maria Kunz von Hertiswil. Und ich erzähle gerne Sagen. Das ist meine Passion. Die alten Geschichten, dass die nicht verloren gehen, dass man von denen wieder ein bisschen redet. Und vor allem, dass ich alte Ausdrücke reinbauen kann, die sonst vergessen gehen. Das ist mir noch wichtig. Der uralte Hinterländer-Dialekt wieder einmal vorzunehmen. Viel hat mir daheim schon erzählt. Der Papa und die Grossmutter. Und ich habe viele dieser Bücher gelesen. Und dass ich zum Sagen erzählen gekommen bin, das ist die Tourismusgruppe von Hergiswil, die die Idee hatte, wir haben so viel Sagen hier im Napfgebiet, man könnte doch etwas machen, man könnte das Nachtessen anbieten und die Sagen erzählen. Und dann sind sie zu mir gekommen, ob ich würde so etwas machen. Und dann dachte ich, ja, für ein Jahr, wir könnten mal probieren. Und jetzt ist das so ein Erfolg, jetzt machen wir es schon das 8. Mal. Man muss immer weiter Sagen ausgraben. Ich habe ganz, ganz viele Bücher. Und es wird mir auch viel erzählt, einfach von alten Leuten. Wenn man in ein Altersheim geht oder so, vernimmt man wieder ganz viel. Frage ich halt immer wieder, was erzählt wurde in ihrer Jugend. In einer Frau fast der Nacht sind jetzt wie waghalsig 7 Siechen in den Wald geschlichen. Mit Weihwasser und Weihrauch im Busen. Wahrhaftig sind sie kurzum vor einer Klosterpforte gestanden. Ganz verdattert haben sie geklopft und eine feinöckige Stimme hat ihnen geraten. Nehmt den Schlüssel über den Türensturz und tönt die Pforte auf. Sie haben noch etwas gezaudert, aber schon hat die Stimme wieder gerufen. Kommen hier, kommen hier. Das haben sie hier auch gewagt. Und sie sind von einer wunderschönen Jungfer empfangen worden. Ja, Erdenesdienungswesen. Hat sie an einem deckenden Tisch geheissen. Die feinsten Sachen hat sie dort drauf gehabt. Hat es denn an diesen Geschichten noch wahre Sachen dran? Etwas ist sicher wahr. Und es ist immer jedem selber überlassen, was er davon glauben will. Aber irgendwo, der Ursprung, ist sicher etwas Wahres da. Es hat ja hier oben abgefunden. Es hat nicht geschwind an einem Ort so viel Sagen wie hier oben abgefunden. Wahrscheinlich sind die eben in diesen Krächen und Tälerinnen geblieben. Die haben gar nicht davon können. An allen anderen Orten sind sie verflogen. Und wahrscheinlich auch immer noch wieder ein bisschen übertrieben und etwas dazu gedichtet. Und angefangen hat es vielleicht schon auch so, wenn die Leute in diesen abgelegenen Gehöften, die haben nicht so streng besucht und es ist nicht so viel gelaufen. Und wenn dann mal jemand unten hochgekommen ist, dann haben die allerlei gewusst zu erzählen. Und es hat Neues gegeben. Die haben allerlei gehabt, die man halt oben nicht gehabt. Und dann haben sie halt vielleicht deren Geschichten erzählt. Das hätte die da unten wieder fasziniert. Das haben sie eh nicht gehabt. Und vielleicht haben sie halt die auch noch ein bisschen auftrumpft, dass sie auch ein bisschen etwas zu erzählen haben. Das ist so eine meine Version, die ich immer denke. In einer Stunde, wenn die alte Hoferkille den Elfi schlägt, hat sie gesagt, dann kommen ein Dutzend schwarze Gräbeln und packen sie. Die knutschen sie dann auf einen Amboss und verbelzen sie kurz und klein. Sie wunderfitzige Nachbuben, aber die lügen sie dann in Ruhe. Sie hat ihnen hinter einem Gestüt eine Schatztruhe gezeigt, voll bis oben aus mit Goldstückchen. Nebendran zwei leere Säcke. Die sollen sie füllen, hat sie hier befohlen. Nein, zu viel ist das der Mögel tragen. Aber die dürfen nie abstellen. Bis heim nicht. Sonst seid ihr nachher an meiner Stelle gefangen und kommt auf den Amboss. Gehört, das gehört sowieso. Ab der 12. im Meer! Jawohl. Du kannst nicht mitkommen. Soll ich mitkommen? Jawohl! Ich sie noch! Ich hab sie noch! Gut, komm! Ich bin nicht mehr die Wurst, aber ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr die Wurst. Ich bin nicht mehr die Wurst.
probieren.